Hallo aus dem Kapitol Zürich und zu unserem Kinomagazin auf Star TV. Ja, für alle Filmfans, die wieder mal einen Film brauchen, um das Herz zu erwärmen, haben wir einen Film vom Schweizer Filmemacher Thomas Imbach parat, nämlich «Day is Done». Also unbedingt dranbleiben und nichts verpassen. Ich wünsche viel Spass. Charlie, wo ist mein Geld? Ich hab's, Kumpel. Die Verbindung bricht. Warte, hey. Charlie, ich kann dich nicht verstehen. Wie war er so? Als Boxer? Charlie war ganz oben, die Nummer 2 auf der Welt. Dann hat sich der Kampf verändert. Ich komm mit. Vergiss es. Entweder ich komm mit oder du kannst die Schlüssel aus dem Gully angeln. Oh Mann, war das knapp. Nicht. Wow. Dickkopf. Das ist kein Videospiel, das ist Realität. Jetzt wird abkassiert. Ich brauche nur Kohle. Ich hab dich echt gern, Alter. Aber mit dir kann man nur verlieren. Gib's auf, Charlie. Du hast nichts mehr. Wonach suchen wir? Nach allem, woraus ich einen Kampfroboter zusammenbauen kann. Ich glaube, da ist ein ganzer Roboter drin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Können wir ihn kämpfen lassen? Er ist ein Sparringsroboter. Dafür gebaut einzustecken, aber nicht auszuteilen. Mr. Tom. Besorg ihn einen Kampf. Du weißt, dass du ihn in Einzelteilen zurückbringst. Er ist kleiner und schwächer. Die essen ihn zum Frühstück. Du zeigst ihm, wie man boxt. Ist das ein Scherz? Du kennst den Kampf in- und auswendig. Er braucht deine Moves, deine Kommandos. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich weiß, ich habe dem Jungen vieles falsch gemacht. Jetzt mache ich endlich was richtig. Super Kampf, Jungs. Merkt euch den Namen. Atom. Atom! Der Roboter hat's endlich. Ich würde gerne eine bessere Seite von dir kennenlernen. Ist nicht so leicht. Max! Jetzt geht's um alles! Wir können nicht gewinnen, oder? Wir werden sehen. Ich habe unzählige Frauen. Ich habe unzählige Waffen. Ich habe alles gehabt, was ihr Menschen anbetet. Meine Herrschaft wird auf dieser Welt ewig gefürchtet sein. Nein! Der König der Herakliden, Hyperion, hat den Menschen den Krieg erklärt. Wenn sich einer von euch in das Schicksal der Menschheit einmischt, wird die Strafe verheerend sein. Wenn es einen Menschen gibt, der sie gegen Hyperion führen kann, dann ist es Theseus. Götter mögen auf deiner Seite sein, aber deine 3 Frauen werden sterben. Von jenen, denen viel gegeben wird, wird viel erwartet. Heute können wir erreichen, was uns nie vergönnt war. Heute kämpfen wir für die Ehre. Kämpft für eure Zukunft. Kämpft für eure Kinder. Die Götter haben gut gewählt.